Moin Moin Leute und willkommen auf meinem Kanal. Heute wieder ein Messertest und zwar ein Zweihand-Klappmesser von der Firma Omesio. Und wenn ihr wissen wollt, was das Messer kann und was das Besondere an diesem Messer ist, dann bleibt dran. Gut, hier ist das gute Stück. Das Besondere an diesem Zweihandklappmesser ist, dass es kein wirkliches Messer ist, sondern ein Outdoor-Kochbeil. Es macht einen relativ hochwertigen Eindruck. Für 26 Euro gibt es übrigens in zwei Farben. Liegt angenehm in der Hand, muss ich sagen. Was mir fehlt, ist eine Arretierung fürs Beil. Das habe ich aber der Firma schon mitgeteilt. Das würde ich begrüßen, wenn das kommen würde. Technische Daten. Der Griff ist aus G10. Hat eine leichte Riffelung, damit er Rutschhemd ist. Gesamtlänge des Beils liegt bei 26,5 cm. Der Griff hat davon 14,6 und die Klinge 12,6. Die Breite der Klinge liegt bei 5 cm und die Klingenstärke bei etwa 3 mm. So, es ist der Firmenschriftzug eingestanzt, hier so ein bisschen Gravierung. Ja, es ist sicherlich auch nur gepresst, aber sieht soweit ganz schick aus. Okay, dann kommen wir mal zum ersten Schärfetest. Erster Schärfetest wieder am Arm. Gucken wir mal, ob da noch Haare sind. Und es ist mega scharf. So, da es sich ja hier nun nicht um wirklich ein Outdoor-Messer im herkömmlichen Sinne dreht, werden wir natürlich vermehrt Lebensmittel damit schneiden. Fangen wir mal an mit den Tomaten. Wir machen einen Tomaten-Mozzarella-Salat für nachher. Es geht also wirklich wie durch Butter. Also von der Schärfe her können wir uns da überhaupt nicht beschweren. Sehr, sehr schön. Gut, schneiden wir mal den Mozzarella. Sehr schön. So. Jetzt werden wir noch mal schnell die Kräuter hacken. Sehr schön. Ja, das glaube ich, kann sich sehen lassen. Innerhalb von ein paar Minuten. Zwiebel schneiden. Zwiebel ist ja auch immer so ein Ding. Also man sieht das Ergebnis sehr, sehr schön. So, da dieses Küchenbeil ja für Küchentätigkeiten gedacht ist, werde ich damit jetzt nicht großartig batonieren. Aber wir gucken mal, ob ich ein bisschen schnitzen kann damit, ob ich Locken damit machen kann und ob der Feuerstahl funktioniert. Ja, aufgrund der Schärfe kann man ziemlich gut damit schnitzen. Es liegt auch gar nicht so schlecht in der Hand dafür. Hacken. Ja, dafür ist das natürlich wie gemacht. Ja, aber da habe ich schon gerade gemerkt, beim Rausziehen ist die Klinge einmal eingerastet. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Daher wünschte ich mir halt eine Verriegelung. Okay. Ja, Klinge sieht auch noch recht gut aus. Gucken wir nochmal nach der Schärfe. Und immer noch kann man sich damit rasieren. Ja, Feuerstahl. Schauen wir mal, ob man mit dem Messer auch einen Feuerstahl betätigen könnte. Auch selbst das geht. Ja. So, wie immer werde ich natürlich immer versuchen, eine Flasche zu halbieren. Mal sehen, was passiert.
und das ging wunderbar. So, mein Fazit zum Omisio Camping Outdoor Kochbeil. Ich finde, das ist ein wirklich geiles Gadget. Mir gefällt es halt, ein Beil zu haben, also ein Küchenbeil, wenn ich mal einen Knochen zerhacken muss oder was auch immer. Es ist mega scharf, es liegt gut in der Hand. Lediglich ein Backlog oder eine Arretierung fehlt mir. Ansonsten muss ich sagen, bin ich sehr positiv überrascht über das kleine Ding. Das macht Spaß, damit zu arbeiten. Man kann auch ja, schnitzen, hacken damit, hat man ja gerade gesehen. Und für 25 Euro finde ich, ist das wirklich ja, kein wirklich teures Messer, was qualitativ einen recht hochwertigen Eindruck macht. Alles klar, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Abo dalassen und dann sehen wir uns demnächst wieder. Ciao, euer Tobi.